By the way, kleine Info, bevor dieses hammergeile Video jetzt anfängt. Ich streame heute Abend, meine Freunde, und zwar werde ich versuchen, Sims zu spielen, allerdings mit einer Mod, die es ermöglicht, Battle Royale in Sims zu machen. Ob das funktionieren wird oder nicht, keine Ahnung, das sehen wir dann um 20 Uhr bei mir am Twitch-Kanal. Bis dann. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Alter. Was passiert hier, Alter? Was geht? Es ist 2020, Mann. Komm runter! Und damit 2020 genauso wild und unangenehm anfängt, wie 2019 aufgehört hat, meine Freunde, habe ich mir gedacht, schaue ich mir heute gemeinsam mit euch den Twitter-Account Worst of TikTok, TikTok Germany an. Geil, Mann. Wir schauen uns einfach den Account gemeinsam mal an. Vorab möchte ich ganz kurz sagen, dass sämtliche Leute, die ich jetzt hier zeige, ist selber schuld sind. Ihr habt dieses Video öffentlich hochgeladen, also könnt ihr mir dafür nicht ans Bein pissen. Solltet ihr trotzdem irgendwie wollen, dass ihr aus diesem Video rausgenommen werdet, schreibt mir einfach und fühlt euch nicht beleidigt, wenn ich irgendwas Dummes sage, aber ich glaube, die meisten von euch machen diese Dinger eh ironisch. Shoutout an alle Leute, ihr seht ja auch die Namen von denen hier, wenn ihr etwas cool findet, was die gemacht haben, folgt denen gerne mal auf TikTok rein. Yeah! Beginnen wir mit dem ersten Video hier, meine Freunde. Ich bin gespannt, ich sehe zwei Jungs und habe absolut keine Ahnung, was mich hier erwartet. I'm back! Give me the ratten, datten, 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 datten. Yeah! Grüße an der Stelle dann an InScopes Community. Da kann ich nur hoffen, dass auf jeden Fall dieser Dance Move am 1.12., wahrscheinlich am 1.12. am 31.12. gut geglückt hat und ihr auf jeden Fall damit eine Frau habt abschleppen können. Falls nicht, das ist auch nicht schlimm. Ihr habt immer noch euch selbst, Jungs. Perfekt, das war auch der Copyright Strike. Danke an Tobi. Ich habe extra gesagt, ich hätte gerne nichts mit Musik. Er hat trotzdem Dinge mit Musik rausgesucht. Verstehe ich an der Stelle nicht. Das ist zu wild. Okay. Tomatenketchup. Ja. Ja. Drei Leute, die auch gerne Tomatenketchup pur essen. Ich esse Tomatenketchup gerne, halt aber nicht pur. Zu wild. Zu wild, Bro, ich bin bei dir. Tomatenketchup. Ich mag Tomatenketchup. Damn, Bro. Du magst Tomatenketchup. Ja, Mann. Ich mag Tomatenketchup. Er mag Tomatenketchup. Sie mag Tomatenketchup. Es ist einfach so lecker. Moment mal ganz kurz. Gänsehaut. Da muss ich aber jetzt mal ganz kurz jemandem schreiben. Mir fällt dir gerade ein, Leute, ich hab ja ein Musiklabel gemeinsam mit anderen Leuten. Da muss ich mal ganz kurz Mokuba anrufen. Ich mach nämlich, also, den müssen wir signen. Da, aber mal ganz schnell anrufen, Alter. Anrufen? Videocall? Ganz kurz, Alter. Da muss ich auf jeden Fall jetzt mal ganz kurz wissen, was seine Meinung dazu ist. Der muss gesigned werden, der Junge. Ganz klar. Sammy, lass mich jetzt nicht im Stich, Alter. Du bist A&R. Das ist deine Entscheidung, ob derjenige jetzt hier reinkommt oder nicht. Yo, Bro. Sammy, du, ich mach gerade ein Video, ne? Ich hab dir gerade einen Link geschickt von einem upcoming Artist, den ich auf TikTok gefunden habe. Ich würde dich kurz fragen, was du von ihm hältst, dass wir ihn vielleicht signen. Er ist wirklich stark, ehrlich. Okay. Also es ist halt... Ich klicke jetzt auf Play. Ich finde eigentlich ganz gut, so gute Stimme. Oder? Würdest du ihm schreiben kurz, dann machen wir Deal mit ihm fertig. Okay. Perfekt, danke dir, Bro. Dankeschön, ne? Ciao. Ciao, mach's gut. Ja, mega, Leute. Da haben wir auf jeden Fall schon den nächsten Artist bei CyberGen gesigned. So wie bei uns im Label Standard ist, signen wir jeden zu wild, der junge Mann. Machen wir weiter. Shoutout an Mokuba. Folgt mir auf Twitter rein. Maximal nicer Grind. Wir machen direkt weiter, meine Freunde. Ich weiß ja nicht, was daran so schlimm sein soll, aber ist das überhaupt in... Also, I mean, wie der Account schon sagt, wir leben in einer Gesellschaft. Ist das überhaupt erlaubt? Also, ich meine, darf man das in Deutschland? Oh, ein neues TikTok. Was haben wir denn hier? Perfekt. Gucken wir einfach weiter in die Liste und reagieren gar nicht auf etwas anderes. Hier haben wir eine Dame, die... Schatz, hör zu, ich will von dir ein Baby. Schatz, hör zu, ich will von dir ein Baby. Schatz, hör zu, ich will von dir ein Baby. Nein, danke. Ich lehne an der Stelle einfach mal ab. Da kann ich nur jedem das Wort Vasektomie ans Herz legen. Perfekt, machen wir weiter. Das Video hier hat Tobi einfach mit dem Wort ich kommentiert. Ich bin ein Dorfkind, darauf bin ich stolz. Maximal nice Slideshow. Ich meine, ich will jetzt hier keinen Copyright Strike. Ihr könnt euch die Musik dazu denken. Das ist genau das Leben, was ich damals hatte. Also gerade das hier, meine Freunde. So sah bei mir eigentlich jedes Frühstück aus. Der billige Wodka, dazu ein Captain Morgan, eine Packung Eis, ein paar Kippen, ein paar Bier. Nice. Leute, das ist der Grind. Daumen hoch, wenn ihr auch so lebt.
Ja, Mann. Ja, Mann. Der ohne Namen 88 erfüllt es auf jeden Fall. Aufstehen, anziehen, rausgehen. Alles klar, Dicker. In den Audi gehen. Alles klar. Dicker. Das ist ein stabiler TikTok. Weiß ich nicht, was daran jetzt so worse sein soll, Alter. Der Typ war mir sehr sympathisch. Löscht dieses Video von eurem Account. Ich fand ihn sehr nett. Ich gehe jetzt duschen. Sei artig. Bis gleich. Glaub nicht, dass er das macht. Ich halte es einfach mal für relativ unwahrscheinlich, dass ein 6 Monate altes Kind in der Lage ist, Leo hat einfach einen anderen Beat runtergelegt, weil ich Angst vor einem Copyright-Strike habe. Perfekt! Passt auf eure Kinder auf, sonst gehen sie einfach Need for Speed spielen? Eigentlich nicht, Digga. Keine Ahnung. Okay, hier haben wir einmal das Kommentar Wait for it von Tobi. Da. Ja, Mann. Aha. Ja. Ja, Grüße an der Stelle an meine Community, bestimmt ein treuer Zuschauer von mir, absoluter Ehrenmann, Alter. Fresher Style, fresher Ohrring, fresche Haare. Bro, ich schwöre dir, der Junge wird 2030 ist er der neue Bachelor und wird doppelt so viel wegknallen, wie wir in unserem ganzen Leben. Grüße geht raus an dich, Bro. Schauen wir weiter, was TikTok Deutschland so zu bieten hat. Ich meine, so schlimm kann es ja nicht sein. Ich beobachte euch. Ich möchte ungern von dir beobachtet werden. Ihr macht doch schon wieder Blödsinn. Also es ist irgendwie süß. Alles. Irgendwie ist es süß, Mann. Also ganz ehrlich. Ja, keine Ahnung. Liebe Ed, liebe Oma. Irgendwie ist es ist zu niedlich, um es zu haten. Versteht ihr, was ich meine? Jetzt non-sexual. Das ist einfach cute, wenn alte Leute sich so mit Medien auseinandersetzen. Und TikTok scheint wirklich eine Plattform zu sein, auf der sehr viele alte Leute rumhängen. Was ich gar nicht so weird finde, weil ich es irgendwie nice finde, dass sie mit dem ganzen Social Media Grind so ein bisschen aufschließen können und so ein bisschen ins Internet reinfinden. Dope, liebe Oma. Mach weiter. Props von meiner Seite. 2020 wird dein Jahr. Ja, gut. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Alter. Ich weiß nicht, was ich dazu... Ich meine, ich mache jetzt hier die Musik nochmal aus, Copyright und so. Aber das... Ich weiß halt nicht, ob das ironic ist oder nicht. Und ich weiß auch nicht, das ist ja zweimal der gleiche Typ. Und wer ist sie? Und warum wird sie jetzt plötzlich zu ihm? Was passiert hier, Alter? Ich meine, es ist voll schön, wenn ihr über TikTok gefunden habt. Ich hab grad ein bisschen gespuckt. Wenn ihr über TikTok gefunden habt und ihr jetzt vielleicht ein Paar werdet, sau cute, sau süß, freut mich mega. Aber ich bin ehrlich, das Video verstehe ich nicht. Bin ich raus. Ich hab echt das Gefühl, ich bin noch zu freundlich in 2020, Leute. Ich bin wirklich sehr, sehr nett gerade, muss man sagen. Komm, wir fahren nach Amsterdam. Nein, danke. Ich würde ungern mit euch beiden in einer Fahrgemeinschaft nach Amsterdam fahren. Da nehme ich mir lieber Blablacar mit 2 betrunkenen Spaniern. Sag mal, wie viel Glühwein hast du schon gehabt? Mein Jahresvorsatz in 2020: weniger trinken, Alter. Weniger trinken, Junge. Ja, nee, stabil. Stabil. Da auf jeden Fall rein in die Rüstung, rein in den Kopf. Ihr wisst Bescheid, es ist Weihnachten. Nächstes Jahr auch wieder, da kann man sich auf jeden Fall zusaufen. Entschuldige? Ich denke, du bist im falschen Zimmer. Ich bin im richtigen. Wie bist du eigentlich hier reingekommen? Okay. Alter. Kennt ihr, wenn ihr cringe fühlt und es ist so, es läuft so bei euch runter? Ich meine, ich würde mich voll freuen, wenn ihr zwei ein süßes Paar werdet. Ich frage mich nur ganz ehrlich an der Stelle, was aus ApoRed geworden ist. Ich weiß nicht genau. Gut, machen wir einfach weiter und drehen. You shot me in both my knees, then lit me on fire. Piss off. All right, I tell you what. You get one free revenge shot at me. Okay, but I'm not gonna tell you when it's coming. Es war, glaube ich, ein Family Guy Dialog. Verstehe ich nicht. Gucken wir einfach mal ganz kurz, was in den USA so abgeht. Ja.
Stark. Wer ist Herz und warum hat er meinen Vater geschlagen? Ja, Herzschlag oder Herz. Herz, wie heißt es? Herz, Herzattacke? Herz, Herzkrampf? Wie heißt es im Deutschen das Wort? Herz, Herzstillstand, Herz. Herzinfarkt. Ah! Ja! Herzinfarkt. Wer ist Herz und warum hat er meinen Dad-Infarkt? Also im Englischen funktioniert es deutlich besser. Ihr merkt das schon. Leute, ich glaube, es ist Zeit für mich, TikTok und alles hinter mir zu lassen, meine Freunde. 2020 wird ein geiles Jahr, Alter. Wir starten mit komplett positiven Vibes in das Jahr. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle da seid, meine Freunde. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Folgt mir auf TikTok. Joke, folgt mir auf Instagram, meine Freunde. Rev Instagram ist der Ad-Handle. Hier ist er nochmal eingeblendet. Ich bin damit raus. Macht's gut. Und wir sehen uns heute Abend beim Livestream. Auf Wiedersehen. Ciao.